Ob das waghalsige Klettern auf einer Turbine oder der Abstieg über eine Staumauer mit Blick in die Tiefe. Die Kraftwerkstechniker der Salzburg AG machen einen herausfordernden Job und sorgen mit viel Einsatz dafür, dass in Salzburg Strom fließt. Das Kraftwerk Sohlstufe Lehn und das Kraftwerk Wistal sind zwei der wichtigsten Wasserkraftwerke der Gruppe Flachgau-Tennengau der Salzburg AG. Die Salzach ist eine der wichtigsten Energielieferanten des Bundeslandes und fließt seit 2013 auch durch das Laufkraftwerk Sohlstufe Lehn. Das Kraftwerk mit seinen markanten Betonschnäbeln auf den Wehrpfeilern und dem Krafthaus auf der linken Salzachseite liegt auf Höhe des Glanspitzes zwischen Lehn-Liefering und Itzling. Die vier Wehrfelder können bei Hochwasser geöffnet werden und das Wasser abführen. Das Kraftwerk Sohlstufe Lehn ist ein Laufkraftwerk. Da wird permanent das Wasser der Salzach abgearbeitet. Der Oberwasserspiegel, der ist nahezu konstant. Und bis zu einer Wassermenge von 250 Kubikmeter kann das Wasser über die beiden Turbinen abgearbeitet werden. Die Fallhöhe des Wassers beträgt rund 6,6 Meter. Das Wasser wird auf die Turbine geleitet und das Laufrad rotiert. Das Kraftwerk Sohlstufe Lehn hat eine Leistung von 13,7 Megawatt und eine Jahreserzeugung von ca. 80 Millionen Kilowattstunden. Damit kann man 23.000 Haushalte mit sauberem Strom aus Wasserkraft versorgen. Vom Leitstand aus wird das Kraftwerk gesteuert. Auf den Bildschirmen sieht man die zwei Turbinen, die vier Wehrfelder mit den jeweiligen Klappen und den Segmenten. Und das ist also ein Übersichtsbild über unsere Kraftwerksgruppe. Da sind die sieben größeren Kraftwerke der Kraftwerksgruppe aufgelistet. Arnold Neubeck ist Kraftwerksleiter im Kraftwerk Sohlstufe Lehn. Auf ihn wartet heute eine besondere Aufgabe. Also wir machen heute im Kraftwerk Lehn, dann wir heute den Leiterapparat abschmieren. Und das muss man eben zweimal im Jahr machen. Dazu müssen wir die Turbine abstellen und eben dann alle relevanten Teile am Leitapparat schmieren. Der Leitapparat bestimmt, wie viel Wasser durch die Turbine fließt. Deshalb bedarf es einer regelmäßigen Kontrolle und Wartung. Bevor Arnold jedoch ins Innere der Turbine klettern kann, muss diese natürlich abgeschaltet werden. Weil sich ja der Leitapparat eben sich bewegen würde. Und eben müssen wir zuerst abstellen. Da müssen wir eben die Einsatzleiste zuerst fragen, ob es uns die Freigabe gibt zum Abstellen. Haben wir die dann, dürfen wir es abstellen. Dann müssen wir natürlich nur die Turbine sichern, also das heißt, dass sie auch nicht mehr in Betrieb gehen kann, wann ich dann daran arbeite. Nach erfolgreicher Abschaltung öffnet Arnold den tonnenschweren Turbinendeckel, allerdings mit etwas Hilfe. Mit Helm und Kletterausrüstung will Arnold über eine Leiter von unten über die einzelnen Schaufeln klettern. Jetzt ist Konzentration gefragt. Bevor es für Arnold ans Klettern geht, wird Franz Zillner im Kraftwerk Wistal erwartet. Hier stehen heute Arbeiten an der Staumauer an. Die Kollegen werden heute die monatlichen Arbeiten an der Staumauer durchführen. Da werden Vermessungen gemacht und Kontrollarbeiten, die was dementsprechend dann auch dokumentiert werden müssen. Durch die Messungen wird die Standsicherheit der Mauer gemessen, aber auch etwaige Veränderungen in der Staumauer kontrolliert. Das Kraftwerk Wistal ist ein Speicherkraftwerk. Das wird dementsprechend nach Energiebedarf geregelt. Wenn der Energiebedarf hoch ist, werden die Turbinen in Betrieb genommen. Die Turbinen erzeugen jetzt seit 1977 eine Leistung von 28 Megawatt. Und haben eine Jahreserzeugung von ca. 51 Millionen Kilowattstunden. Damit kann man so ungefähr 15.000 Haushalte mit sauberer Energie aus Wasserkraft versorgen. Gemeinsam mit den Kraftwerkstechnikern Andreas und Josef bespricht der Kraftwerksleiter die anstehenden Arbeiten. Die beiden machen sich auf den Weg zur Wistal-Staumauer. Mein Kollege, der Josef und ich, gehen jetzt dann in die Messkammer
und führen die Messungen zur Sperrenüberwachung durch. Es ist wichtig, weil sich jedes Bauwerk bewegt und diese Bewegung muss überwacht werden. Und dazu gibt es Messungen und auch Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Bei den Messwerten gibt es eine langjährige Messreihe und die Messwerte, die wir heute messen, werden auf Plausibilität geprüft und dann eingetragen. Die Messungen am Schwimmlot werden monatlich vorgenommen, zusätzlich nach Hochwässern oder nach Erdbeben und gehen dann in einen sogenannten Sperrenbericht, der ans Ministerium, ans Land Salzburg geschickt wird und auch in der Salzburg AG bei den Talsperrenverantwortlichen aufliegt. Auf dem Weg hinunter zur Messkammer sollte man auf jeden Fall schwindelfrei sein. In der Messkammer befindet sich eine Schwimmlotmesseinrichtung. Das ist ein Lotdraht, der immer senkrecht bleibt und von Sensoren überwacht wird. Es gibt eine Bohrung bis in den Felsen unter der Sperre. Ein Inlaufdraht ist in einem Wasserbehälter mit einem Schwimmkörper aufgehängt und dieser Draht bleibt immer im Lot. Die Sperre bewegt sich und mittels einem Koordiskop kann ich die Bewegung feststellen. Dreimal wird der Abstand insgesamt gemessen und anschließend ein Mittelwert eingetragen. Während Andreas noch misst, steigt Arnold im Kraftwerk Sohlstufe Lehn auf die Turbine, um den Leitapparat zu fetten. Bei dem Leitapparat müssen wir alle Leitschaufeln eben durchsteigen und eben bei jeder Leitschaufel schmieren wir halt dann ab. Hier muss jeder Tritt sitzen. Arnold ist hochkonzentriert. Mit der Fettspritze wird das Fett an den Leitstand eingebracht. Das Klettern auf der Turbine ist ein Kraftakt. Sicher zurück auf den Boden geht es für Arnold wieder nach oben, denn der Turbinendeckel kann jetzt wieder geschlossen werden. Nach getaner Arbeit wird die abgeschaltete Turbine von Arnold wieder in Betrieb genommen. In der Messkammer des Kraftwerks Wiesthal wird in der Zwischenzeit noch mit einem Klinometer der Neigungswinkel der Staumauer gemessen. Mit den Messwerten geht es für Andreas und Josef wieder nach oben auf die Staumauer. Die Ergebnisse werden noch dokumentiert, dann geht es für die beiden zurück zum Krafthaus. Das Kraftwerk Wiesthal und die Sohlstufe Lehn sind nur zwei der wichtigsten Wasserkraftwerke der Kraftwerksgruppe Flachgau-Tennengau der Salzburg AG. Dank ihnen genießen die Salzburger grünen Strom aus Wasserkraft.